Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Ingrid und ich habe mir wieder was ganz Tolles für euch ausgedacht, nämlich eine Piccolo Prosecco Mini-Sektflaschenverpackung. Die hier hat meine gute Freundin Franzi gestaltet. Ist das nicht der Hammer? Ihr findet sie auf Instagram und Facebook unter Kreative Papierfee. Und diese Verpackung hier machen wir heute zusammen. Aber ich zeige euch erst noch mal, was euch erwartet. So sieht die Verpackung von innen aus. Ja, hier eine Lasche, damit auch jeder Beschenkte weiß, wo er ziehen muss, um an die gute Füllung zu kommen. Und da passen einige unserer bekannten und beliebten Mini-Sektflaschen rein. Und was auch noch ganz besonders an dieser Verpackung ist, selbst wenn sie leer ist, rutscht der Deckel nicht runter. Denn die Konstruktion ist eine ganz besondere. Ja, ich zeige euch noch, was wir brauchen und dann legen wir auch schon los. Viel Spaß! Was wir brauchen, sind unsere üblichen Verdächtigen. Ein Schneide- und Falzbrett, eine Schere, ein Lineal, Bleistift, Falzbein. Ihr benötigt eine Handstanze, entweder in 1,5 Inch oder in 1,75 Inch. Einen Kleber eurer Wahl. Und natürlich Papier. Wir brauchen ein 12x12 Inch Designpapier. Also das nennt sich Designpapier, aber eigentlich hat es die Qualität eines Farbkartons und das würde ich euch ganz, ganz schwer empfehlen, weil so eine kleine Prosecco-Flasche, die hat ja ein bisschen Gewicht. Und für den Deckel ein DIN A4 Farbkarton. Also das ist für die Box, das ist für den Deckel. So, ich räume weg. Wir starten. Ich habe hier den Plan, den Zuschnittplan. Wir brauchen ein Stück, das 25 breit und 28,5 hoch ist. Man sieht es hier nicht, ich muss das nochmal überarbeiten. Wir können auch mit Richtung arbeiten. Ich habe es ja schon anfänglich erwähnt, dass ich hier Blätter habe, die eine Richtung haben. Das heißt, ich muss aufpassen. Das hier ist die Breite, also muss ich hier 25 cm abschneiden. Und von der Höhe 28,5. So, als erstes legen wir an der 25 cm Seite an und falzen in 6 cm Schritte. Dadurch bleibt uns am Ende eine 1 cm Klebelasche übrig. Also, an die 25 cm Seite drehen und wir falzen bei 6. Bei 12. Oh, das hat gar nicht gefalzt. Die Klinge war nicht richtig drin. Die Falzklinge. Ich muss nochmal bei der 6. 6, 12, die 18 und die 24 falzen wir. Ja, dadurch bleibt uns eine 1 cm Lasche übrig. Und ich habe das ganze kopfüber genommen. Denn wenn wir das dann jetzt so drehen, dass diese 1 cm Klebelasche oben liegt, sind wir auch wieder richtig im Plan. Ja, das werde ich noch schön machen im Plan. Kopf oben, Füße unten, oben, unten. Da ist die Klebelasche. Das heißt, wir falzen diese Maße. Als erstes die 6, bei der 6... Der Boden nämlich, deswegen auch unten, die 21 und bei der 27. Dadurch bleibt eine 1,5 cm Lasche für den Verschluss. So, ich ziehe jetzt mal die Falzlinie nach, damit ihr besser seht, was ich hier so als nächstes tue. Okay. So wäre jetzt mein Papier im Plan.
Das heißt, wir haben hier oben die 6x6 cm, den Boden. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Drehen das Ganze mit um. Wusel, wusel. Okay, diese 1 cm Klebelasche hier, die schneiden wir komplett weg. Schrägen die Klebelasche ein bisschen ein. So, und wie ihr seht, ist der erste Bereich gerade. Das heißt, die nächste Falzlinie schneiden wir gerade ein. Auf der linken Seite der Falzlinie. Dann wäre dieser Bereich wieder gerade. Das heißt, an der Falzlinie zum geraden Bereich hin schneide ich die Falzlinie raus. So gut es geht und ich das sehen kann. Es ist nicht so witzig mit so einer Kamera vor der Nase. Hier genauso. Okay, das heißt, diese Bereiche, die gerade bleiben sollen, die klappe ich mir jetzt weg. Und den Rest könnt ihr entweder mit der Hand kürzen oder ihr legt es in euer Schneidebrett. Und die Hälfte von 6 ist 3 cm, aber wir brauchen nicht die vollen 3 cm. Also orientiere ich mich an der Linie, die davor liegt. Dann kann ich nämlich hier diesen und diesen Bereich ganz gut anlegen. Und einmal abschneiden. Und nachdem ich die abgeschnitten habe, schräge ich auch diese Laschen noch ein bisschen ein. Ich habe festgestellt, dass es mir so leichter fällt, weil ich dann ein bisschen Kontrolle darüber habe, wie schräg ich die abschneide. Wenn ich über die kompletten 6 cm einschrägen soll, dann ist es entweder nach oben hin zu wenig oder zu viel. Hier unten am Boden macht das nicht so viel aus, aber später oben, wenn wir den Verschluss machen, dann sehr wohl. Okay. Gut. Oh, Falzbrett wieder ein bisschen beiseite. So, das ist unser Boden. Haben wir jetzt so gemacht. Und als nächstes kümmern wir uns um den oberen Bereich und die Verschlusslasche. So, hier haben wir den 1 cm. Das ist unsere Klebelasche. Und diesen Bereich, diesen kompletten 6 cm Bereich, können wir rausschneiden. Gut. Der nächste Bereich. Hier ist eine Klebelasche, das heißt, dieser Bereich wird unsere Gerade, der hier. Den schneide ich jetzt gerade ein. So gut meine Schere mich lässt. Ich weiß nicht, die verhakt sich irgendwie immer. Oder aber ich muss noch schneiden lernen. Okay, also das hier ist unser Verschluss. Den klappe ich jetzt wiederum nach hinten weg. Und die anderen beiden, die kürze ich. Wieder gleiche Geschichte. Die Hälfte von 6 ist 3. Ich brauche nicht die vollen 6, deswegen lege ich sie an dieser Linie, die vor der 3 liegt, an und schneide ab. Auch hier wieder, ihr könnt es gerne mit der Hand Pi mal Daumen ausschneiden. Kein Problem. Und jetzt können wir diese Laschen, diese Verschlusslaschen auch noch einschrägen. Deswegen kürze ich die lieber erst und schräge sie dann ein. Ich habe das Gefühl, dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie schräg ich die mache. Die müssen nämlich gar nicht so schräg sein. Wir müssen dann auch noch diese Halbkreise rausstanzen. Und da wollen wir ja nicht, dass die verschwinden. So, hier noch ein bisschen. Okay. Und jetzt fehlt uns nur noch der Kreis in dem Verschluss. Dafür nehmen wir ein Lineal und markieren die Mitte. Einmal 3 und nochmal bei
3. Ich mache das gerne auf der Innenseite. Sollte dann irgendwas von der Markierung noch rausschauen, muss ich die nicht wegradieren. Und ich nehme die 1¾-Inch Stanze. Ich habe nämlich festgestellt, die 1,5, die reicht auch noch. Aber es zwickt sich ein bisschen, deswegen ich bevorzuge die 1¾. Ich weiß, das Maß ist etwas ungewöhnlich. Deshalb habe ich euch auch die 1,5 zur Auswahl gegeben. Die ist, glaube ich, etwas gängiger. Okay, und natürlich brauchen wir die Halbkreise auch noch hier in diesem Bereich. Und das machen wir, indem wir die Seitenteile zur Mitte klappen. Und dann können wir einfach den Kreis übertragen. Auf die Innenseite wieder, wohlgemerkt. Andere Seite auch. Und dann können wir die auch ausstanzen. Ich gehe gerne hinter die Markierung, also hinter dem Bleistiftstrich. Einerseits, damit er dann weg ist und ich ihn nicht radieren muss. Andererseits gehen wir damit nochmal sicher, dass die unteren Laschen nicht durch den Kreis vorschauen. Eine Garantie ist es nicht, aber zumindest haben wir alles getan, was wir können. So. Okay. Und als nächstes, ach ja, hier. Diese Klebelasche, die können wir oben noch leicht anschrägen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber jetzt können wir die Box zusammenkleben. So, ich habe meine Box jetzt zugeklebt und jetzt muss ich euch darauf aufmerksam machen, weil die Besonderheit dieser Box ist, normalerweise wäre das hier vorne, aber in unserem Falle wird die so verschlossen, nämlich nach hinten. Und ich erwähne das deshalb, weil ich hier gerne so ein Sandwich klebe. Das heißt, von dem hinteren Bereich als erstes die Klebelasche rein, dann die Seiten. Und dann die Lasche, die am vorderen Bereich dranhängt. Dadurch sind diese zwei Halben in der Mitte. Und ich denke mal, deswegen heißt es Sandwich. So, von innen nochmal ein bisschen mit dem Falzbein andrücken. Oder ein Lineal, wenn ihr zur Hand habt. Das Falzbein ist etwas kurz, aber es geht. So, wie gesagt, das hier ist vorne. Und dann habt ihr nämlich die schöne Kante vorne. Und ihr habt von außen einen sauberen Bereich, aber auch von innen sieht man keine Klebelaschen. Ich mag das. Okay, so. Die Box ist noch nicht ganz fertig. Und zwar, erinnert ihr euch vielleicht? Nein, ihr erinnert euch nicht. Das hatte ich nämlich nicht erwähnt. Wir haben so einen ca. 2 cm Reststreifen. Davon schneiden wir uns ein 5 cm Stück ab. Und falzen bei 2. So. Ziehen die Falzlinie gut nach. Und dann könnt ihr einen Eckenabrunder verwenden, wenn ihr mögt. Und zwar da an der Kante, die wir umgefaltet haben. Puh, weggeflogen. Okay, und dann kleben wir diese zwei Lagen zusammen. Hoppala, da kommt aber jetzt gerade viel Kleber raus. Okay, und das hier wird unsere Lasche zum besseren Anfassen und Deckel öffnen. Das heißt,
dieser Bereich hier, der ausgespart ist. Der Grund, warum ich nicht die komplette Lasche doppelt habe, ist, weil da hinten noch der Deckel angeklebt wird und ich Sorge habe, dass es zu dick wird. Deshalb habe ich hier einfach eine Lage mal gespart. So, auf den Rest, der noch, sieht man das, auf den Rest noch Kleber auftragen und dann mittig aufkleben. Ungefähr so. Und wenn man jetzt die Box schließt, hat man hier eine ganz gute Griffmöglichkeit, um daran zu ziehen und es zu öffnen. Okay, der untere Teil ist fertig. Wir können jetzt den Deckel machen. Für den Deckel schneiden wir uns ein Viereck aus, das 17 x 18 cm ist. Das heißt, ich lege meinen A4 Farbkarton an der langen Seite an und schneide bei 17. Drehe das Ganze um und schneide bei 18 cm. So, wenn wir die 18 cm schon oben haben, dann falzen wir im 6 cm Bereich. Das heißt, also jeweils 6 cm, das heißt, wir falzen bei 6 und bei 12. Na, da hat ein Mühe gefehlt. Drehen um. Legen also den 17 cm Bereich an und falzen auch in 6 cm Bereichen und dann noch einen Zentimeter von der anderen Seite. Also bei 6 bei 12 und dann entweder bei 16 oder aber ihr legt die Kante bei 1 cm an. Ich glaube, das ist uns allen lieber, weil hier bei diesen Schneidebrettern sieht man die 16 nicht so gut. Okay, dann gibt es hier ein paar Schnitte, die wir noch zusätzlich machen müssen. Aber als erstes schneiden wir hier diese beiden Linien ein. So, hier oben haben wir die Klebelasche und diese zwei vertikalen Linien. Da schneiden wir uns so ein kleines V raus. Im Grunde genommen schrägen wir beide Seiten der Laschen ein bisschen ein. An den Enden auch. Okay. Nun drehen wir das Ganze auf die linke Seite und auf dem Plan sieht das so aus. Wir zeichnen von der Kante 4 cm nach unten und verbinden diese beiden Punkte und schneiden das Ganze ab. Also umgedreht habe ich schon. Dann zeichne ich mir hier an der Außenkante bei 4 cm. Zeichne ich mir einen Punkt an oder mache mir eine Markierung auf diese Seite auch. 4. Wir können die beiden Punkte, also diese beiden Punkte verbinden. Über das Ziel hinaus geschossen. Und schneiden diese Schrägen raus. Gut. Wir brauchen jetzt wieder unseren Papierschneider, denn diese seitlichen Laschen hier, die müssen wir auch auf 3,8 kürzen. So, in diesem Falle
wären die 3,8 hier an dieser Linie. Moment, ich hebe es ein bisschen hoch. Wir haben hier 3,8 und das wäre die 1,5-Inch Markierung. Auch wieder super gut für uns. Wir können nämlich diese Kanten an den durchgängigen Linien anlegen und das Ganze abschneiden. Na komm. Auf der anderen Seite genauso. Also 3,8 ist die 1,5-Inch Linie, die hier durchgängig ist auf unserem, auf diesem Schneidebrett zumindest. Und die können wir dann abschneiden. Gut, was haben wir denn noch auf dem Plan? Wir sehen, dass diese Teile, die wir gerade verkürzt haben, auch hier noch eingestreckt sind. Das machen wir und dann sind wir fast fertig. Hier dürft ihr ein bisschen großzügiger sein. Werde ich euch erklären, wieso. Weil hier kommt es auf die, also auf die Art des Zusammenklebens an. So, nun haben wir das, was der Plan vorgibt. Gut, wir ziehen jetzt die Falzlinie nach. Und zwar alle so, wie wir gefalzt haben. Außer diese hier hinten. Da legen wir die äußeren Klebelaschen nach außen um. Und die in der Mitte, die falzen wir in beide Seiten. Also die muss flexibel sein. Die bekommt von uns einmal einen Rundumschlag. Okay. Und jetzt geht es ans Kleben. Und das macht diesen Deckel auch besonders. So, diese seitlichen Laschen hier kleben wir auf die hinteren. Ja, und legen diese Kante hier vorne an. Diese und hier innen. Ja, das heißt, wir tragen Kleber auf den Bereich hier auf. Und diese hintere Lasche hier geht nach innen. Wir machen also auch wieder so eine Sandwich-Klebung, haben aber hier den Vorteil, dadurch, dass wir diese Lasche hier mit hier reinkleben, haben wir hier noch ein bisschen mehr Dicke, weil diese Klebelasche jetzt hier wird da drauf geklebt. Und das ist der Stopp später innen, der verhindert, dass der Deckel komplett durchrutscht. Aber bevor wir das machen, kleben wir noch die andere Seite. Also wir tragen hier auf die mittlere Lasche auf der Innenseite Kleber auf. Klappen die hintere, den hinteren Bereich rein und sehen dann zu, dass hier die Kante schön bündig ist. Die hier und innen auch. So, wie vorhin schon erklärt, werden dann jetzt diese 1 cm Bereiche einfach hier drauf geklebt. Moment, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir da hinten noch ein bisschen mehr einschrägen. So, mal sehen. Okay, also Kleber. Und hochklappen. Easy, nicht wahr? Die andere Seite auch. Ja, also hier auch die gleiche Geschichte.
Wunderbar. Und als letztes erklärt sich fast von selbst, kommt dieser Bereich mit den Schrägen hier drauf. Und da müsst ihr jetzt mal gucken, ob das ganz gut abschließt, hier hinten. Wenn es wenn zu viel Abstand ist, zum Beispiel so, dann könnt ihr, bevor ihr das klebt, hier von der Kante noch ein bisschen was wegnehmen. So, mal gucken, bei mir ist das okay. Bei mir steht eher hier oben. Da habe ich die Klebelasche nicht sauber, also die Falzlinie nicht sauber abgeschnitten. Wie sieht es auf dieser Seite aus? Da sieht es okay aus. Ja, und jetzt bitte Kleber auf diesen Bereich auftragen, nicht hier, weil wir haben nicht, also heute fällt mir das Erklären schwer. Wir haben ja hier den Bereich, der nicht angeklebt wird, und wenn da Kleber drauf ist, ist das für uns nicht so vom Vorteil. Okay, so könnt ihr komplett einschmieren mit Kleber. Und dann versuchen, das Ganze schön bündig anzukleben. So, ich gehe noch mal mit dem Falzbein da innen rein. Auch oben an der Kante entlang. Also hier, wo man nicht so gut hinkommt. Damit das auch hier schön anklebt. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das ist die Besonderheit von diesem Deckel. Dadurch, dass wir hier drei Lagen haben, ist das quasi der Stopp, der verhindert, dass der Deckel durchrutscht. So, hier muss ich noch mal nachschneiden. Ein bisschen. Okay. Also auch wieder da Kleber auftragen. Dann anpassen. Also Nasskleber eignet sich da wirklich gut, weil man noch ein bisschen ziehen und schieben und andrücken kann. Wenn ihr aber mit doppelseitigem Klebeband besser klarkommt, nur zu. Schön für euch, dann müsst ihr nicht so lange hier rumdrücken und gucken. Okay, wieder die Kante da oben, also diese hier, habe ich jetzt mit dem Falzbein nochmal gut angedrückt von innen, damit diese Lagen gut aufeinander geklebt sind. Und unser Deckel ist fertig mit der Besonderheit. Wundervoll. Ja, und den kleben wir jetzt noch auf und dann sind wir fertig. So, also, wir erinnern uns, das hier ist vorne. Deswegen haben wir hier auch eine Kante, eine Schnittkante. Und da kommt dieser 1 cm Bereich drauf. Ja, Moment, wir machen das gemeinsam. Also, auf den Deckel. Dieser 1 cm Bereich hier, die Klebelasche. Auf der Außenseite tragen wir jetzt Kleber auf. Und passen den hier ein. Wenn ihr die Klebelasche so ein bisschen anknickt, dann könnt ihr von hinten dagegen drücken. So.
ganz gut aus. Die Ecken auch ordentlich andrücken. Und wenn das Ganze fest genug ist, ich bin vorsichtig, dann können wir die Box schließen. Deshalb auch hier diese Lasche, damit man das Ganze gut öffnen kann. Der Deckel geht zu und stoppt genau da, wo wir es wollen, nämlich an diesem Bereich hier. Fantastisch! Und wir haben eine wunderschöne, interessante Box. Jetzt geht's noch ans Dekorieren. Das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Ich mache das auch mal und dann zeige ich euch das Endergebnis. Das ist jetzt meine Dekoration. Da passt wunderbar die Sektflasche noch rein. Und wir sind fertig. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr versucht es auch mal. Wenn ja, dann taggt mich doch bitte. Ich freue mich immer riesig, die vielfältigen kreativen Umsetzungen zu sehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, das Video sei empfehlenswert. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, ganz viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!